Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video, das ich heute mal geplant habe. Und zwar wird das Ganze eine Art Unpacking von Dingen, die ich mir über Amazon und die Seite Elbenwald bestellt habe. Der Ursprung dieses ganzen Hypes und diesen Bestellwahn, dem ich gerade verfallen war, liegt ungefähr anderthalb Wochen zurück. Ich habe nämlich vor anderthalb Wochen einen für mich persönlich sehr, sehr wichtigen Termin gemacht. Und zwar den für mein allererstes Tattoo. Ich war, nachdem ich lange, lange darüber nachgedacht habe, dann jetzt tatsächlich bei einem Tätowierer und habe mir für den 12. Februar nächsten Jahres den Termin gemacht. Und das Thema dieses Tattoos ist ein Thema, das momentan einen sehr, sehr großen Platz in meinem Leben hat. Und ich möchte mal sagen, das ist der Grund, warum ich momentan wieder wahnsinnig geflasht von Harry Potter bin. Ja, Harry Potter ist ein sehr, sehr großes Oberthema momentan in meinem Leben. Ich bin wieder sehr, sehr obsessed, sehr, sehr gehypt von allem, was mit Harry Potter zu tun hat. Das war ich eigentlich schon immer. Also seit ich die Bücher kenne, bin ich ein wahnsinnig großer Harry Potter Fan. Und mich hat es ein wenig erschreckt, als ich festgestellt habe, dass ich quasi keinerlei Fanartikel von Harry Potter besitze. Ich habe, um ganz ehrlich zu sein, nicht mal die Bücher hier. Die sind nämlich alle bei meiner Mama. Ich habe weder die Bücher hier, noch habe ich die Filme hier, noch habe ich überhaupt irgendwas von Harry Potter. Doch, den ersten Band. Den ersten Band habe ich tatsächlich hier, weil ich den aus einem dieser öffentlichen Bücherschränke hier in Köln geholt habe, weil ich den da zufällig gefunden habe und dachte mir, den hast du mal verloren, den musst du jetzt wieder haben. So, und das ist eigentlich auch der einzige Harry Potter Artikel, den ich hier bei mir zu Hause besitze. Da ich eigentlich schon immer so einen Schulumhang besitzen wollte und, habe ich jetzt eine etwas größere Bestellung getätigt. Das Auspacken dieser Pakete, die ihr übrigens da sehen könnt, das werde ich jetzt gleich dann aufnehmen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Sachen. Ich weiß ja, wie gesagt, also ich weiß, was ich mir bestellt habe, aber ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das dann hier so wirkt, wenn ich es das erste Mal selber in der Hand habe. So, ne? Und dann würde ich sagen, fange ich mal an. Ich werde das allerdings platzmäßig so ein bisschen verschieben. Ich werde das mit meiner anderen Kamera aufnehmen, mit meiner Vlog-Kamera und werde den Blickwinkel ein bisschen verändern. Das heißt, ich werde wahrscheinlich von da aufnehmen und werde das auf meinem Bett machen. Also ihr werdet gleich den Blickwinkel ein bisschen verändert sehen. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach an. So, hallo. Ja, dann würde ich sagen, lege ich einfach mal direkt los. Und zwar mit dem ersten Paket. Ich habe mir natürlich auch direkt eine Schere bereitgepackt. Ne? Ich muss das ja alles hier auch... man muss ja gut vorbereitet sein, ne? Oh, ich mache schon Sauerei. Seht ihr? Harry Potter, Leute! Harry Potter! Oh mein Gott! Okay. Ich mache schon wieder Sauerei. Bis zum Mäusemelk. So, wie gesagt, ich hoffe, ich kann hier nichts kaputt machen. So, das müsste ja eigentlich auch schon reichen jetzt. Tut's aber nicht. So. Einmal Papier, kommt erstmal weg und dann, wer meine Pottermore Let's Plays verfolgt hat, der wird auch wissen, dass ich stolzer Slytherin bin, ne? Und so. Und dann habe ich mir tatsächlich meine eine Slytherin-Krawatte gegönnt. Gott, das wird so viel Müll entstehen. Das, guck mal, voll cool. Das ist in so einer Plastikbox irgendwie. Was heißt Box? So eine Plastiktasche. Finde ich total cool. Und hier oben mit so einem Clip-Dings verschließen. Dann kann man die quasi immer ordentlich aufbewahren. Das ist auch zum Transportieren perfekt. Da steht auch Harry Potter vorne drauf. Finde ich echt cool. Und ja, hier haben wir jetzt das gute Stück. Es ist super weich. Also es fühlt sich echt total toll an. Hier ist auch direkt das Slytherin-Wappen mit vorne drauf. Und
Jetzt muss ich nur noch lernen, wie man Krawatten bindet. Also hier einmal eine Slytherin-Krawatte, die ja zu jedem guten Outfit auch definitiv dazugehört. Ah, okay. Also hier werden quasi nochmal die Outfits gezeigt. Ich glaube, mit Hauptsache auch mit Fokus auf die Krawatten. Die vier Häuser sozusagen mit den, ich sag mal, bekanntesten Gesichtern aus den Häusern. Wobei ich jetzt Cho eigentlich nicht als bekanntestes Ravenclaw-Gesicht nehmen würde, sondern dann würde ich eher Luna Lovegood nehmen. Aber gut, jedem das seine. So, dann packe ich die mal wieder ein hier. Ich hoffe, ich kriege sie wieder rein. Gut. Finde ich sehr cool. Wie gesagt, ich muss mir jetzt noch mal gucken, wie man Krawatten bindet. Vielleicht kann mir mein Freund ja dabei helfen. Und hier müsste dann jetzt theoretisch ein Schal drin sein, glaube ich. Oder? Oh, nein! Der Schal ist separat geliefert worden. Warum auch immer. Also ich habe mir tatsächlich noch einen Schal bestellt. Oha, was ist das? Hier ist ein Brief dabei. Ich nehme an, das ist die Rechnung. Also ich gehe stark davon aus, dass das die Rechnung sein wird, weil hier ist tatsächlich keine Rechnung drin. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Oh, wie geil. Das ist ja mega cool. Also erstmal, ich nehme an, das ist wegen dem Slytherin-Outfit. Ein dunkles Mal-Aufklebe-Tattoo, also dieses Abzieh-Tattoo-Dingsbums. Passend zu meinem Tattoo dann. Dann die Fahrkarte nach Hogwarts von Gleis 9 Dreiviertel. Und das hier ist ja mal mega cool. Ein Hogwarts-Brief mit Siegel, also mit richtigem Wachssiegel. Finde ich total genial. Hier steht allerdings Mr. Harry Potter, Cupboard under the Stairs und so weiter und so fort. Also wie bei Harry Potter selbst. Das werde ich mir definitiv bis zum Schluss aufbewahren. Also den werde ich jetzt noch nicht aufmachen, das mache ich erst später. Finde ich mega, mega cool. Und ist halt passend zu dem, was jetzt hier drin ist, nehme ich an. Also eine Rechnung habe ich lustigerweise tatsächlich gar nicht bekommen, wie es aussieht. So. Nee, gibt's tatsächlich nicht. So, und das, meine Freunde, ist das, worauf ich mich jetzt am meisten gefreut habe. Nicht ganz, es kommt noch besser. Es kommt noch besser. Und zwar, ich muss mal kurz das Ding hier wegtun, das ist sowieso leer. Dann kann ich da auch noch wieder das Müllgedöns rein. Also so. Die Krawatte als einziges ist ja natürlich nicht Sinn der Sache, ne? So, jetzt haben wir nämlich hier noch den Slytherin-Umhang. Auch wieder mit Wappen. Nicht schön, aber selten. Da ich jetzt keine Rechnung dabei habe, kann ich euch leider auch nicht mehr genau sagen, wie viel das gekostet hat. Aber ich meine, ich hätte für alles separat so circa 20 Euro bezahlt. Also ich glaube, die Krawatte war ein Ticken günstiger. Ich habe das Ganze in so einem Komplettpaket quasi gekauft. Krawatte, Schal und hier das Mäntelchen halt. Also den Umhang. Und ich glaube, der Umhang war natürlich mit das teuerste. Ich glaube, der war 25 Euro. Also es war wirklich sehr, sehr günstig, fand ich, dafür, dass es jetzt ein kompletter Slytherin-Umhang ist. Was ich sehr sehr geil finde und worauf ich auch wirklich geachtet habe, als ich mir meinen ersten Umhang jetzt geholt habe, war, dass die Farbe des Hauses innen quasi als Futter vernäht ist. Dass man hier quasi jetzt dieses grüne Innenfutter hat. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht. Also hier drin ist auf jeden Fall dieses grüne Innenfutter und außen ist er natürlich schwarz. Ich werde den gleich auch auf jeden Fall mal anziehen, um zu gucken, ob er mir auch passt. Ich habe jetzt Größe M genommen einfach mal. Packe ich euch auch ans Ende vom Video. Könnte ruhig mal gebügelt werden, finde ich, aber passt schon. Ja, sehr, sehr geil. Also ich bin echt begeistert. Ich glaube, das könnte von der Länge her sogar hinkommen. Mit meiner Größe von niedlichen 1,60. Jetzt kann ich natürlich, da ich ja auch Convention-Gänger bin, so Konichi Roleplay Convention, Leipziger Buchmesse, hast du nicht gesehen,
kann ich jetzt auch endlich mal in einem Kostüm hingehen und muss nicht immer einfach nur ziviler hingehen. Und ich habe das tatsächlich auch schon einmal angehabt. Ich habe mir mal so ein Gryffindor-Outfit von meiner Freundin geliehen. Und da gibt es übrigens auch Fotos von. Kann ich euch gerne auch mal den Link dazu unten in die Videobeschreibung packen. Ich habe auf der Seite Animex, die eigentlich so für Anime-Manga-Gedöns ist, habe ich das als Harry Potter Cosplay durchgehen lassen, sozusagen als random Gryffindor-Mädchen, weil ich da leider von der Frisur her keinen wirklich ähnlich gesehen habe, der aus Gryffindor kam. Habe ich dann das einfach als random Gryffindor-Gedöns durchgehen lassen. Die haben tatsächlich, guckt euch das mal an hier, so ein Riesenpaket für das da. Also finde ich jetzt echt übertrieben. Das sorgt bei mir nur für jede Menge Müll, für nichts. Ja, und wieder keine Rechnung. Wonderful. So, aber hier haben wir jetzt den Wollschal. Sorry, das spiegelt jetzt alles ein bisschen. Ich habe das Fenster noch auf. Aber ich packe den ja auch gleich aus. Ich packe den jetzt einfach direkt aus, dann sieht man das auch besser. So, dann hole ich den mal im Ganzen hier einfach raus. Zack, zack, fertig. So, jetzt kann man das auch besser sehen. Spiegelt sich immer noch, weil das eine scheiß Plastik ist. Harry Potter Scarf, Gedöns. Also da sieht man nochmal die Bilder mit Schal. Keine Ahnung, haben die alle einen Schal an? Ja, nein, die haben nicht alle einen Schal an. Aber es sind wahrscheinlich immer so Beispielbilder einfach, ne? Wisst ihr. So, und jetzt. Oh Gott, ist der weich. Oh, ist das schön. Oh Gott, ich glaube, ich laufe damit auch einfach so mal im Winter rum. Hier mal wieder das Slytherin-Logo. Slytherins for the win. Hier so mit schönen Fransen. Oh, das ist so flauschig. Er ist so flauschig. Und der ist ganz lang. Guckt euch das an. Ganz lang und breit. Und ach, ich mag ihn. Aber ich bin schon mal sehr stolz drauf, ne? Gerade geduscht, das ist immer fürchterlich, dann die Haare irgendwie so halbwegs hinzukriegen. Ich habe einen Slytherin-Schal. Da. Und er ist so flauschig. Er riecht komisch, aber er ist flauschig. Ich liebe es. Ja. Gut, so viel zu diesen beiden Paketen. Und dann kommen wir noch zu etwas ganz Besonderem. Und zwar, muss ich jetzt hier mal zuhalten, weil da oben meine Adresse möchte ich euch nicht unbedingt zeigen. Es gibt eine bestimmte Seite, die sich Elbenwald nennt. Und die verkaufen Merchandise von Filmen und von bestimmten Fandom-Geschichten. Zum Beispiel auch Tolkien, also Herr der Ringe, Hobbit, Marvel, Batman-Gedöns und vor allem auch sehr, sehr viel von Harry Potter. Und da kann man sich unter anderem diese Dinge hier bestellen, die ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen möchte. Hier öffnen. Okay, dann mache ich das doch mal. Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, Leute. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ach, da ist auch noch. Ah, hier ist auch noch zu. Ach, so was Blödes. Bin auch schon sehr, sehr gespannt, wie das dann im Februar laufen wird. Ich bin ja noch nie tätowiert worden. Das ist mein erstes Mal. Ich werde quasi entjungfert, werde ich im Februar. So. Jetzt habe ich es, glaube ich, offen. Jawohl, ich habe es offen. Sehr gut ausgepolstert mit Folie, mit Luftpolstern. Nein, werde ich jetzt nicht tun. Sehr, sehr gut. Ist schon mal auf jeden Fall ein Pluspunkt für die Seite, ne? Also auf jeden Fall. So, und dann habe ich dieses gute Stück hier. So, da habe ich tatsächlich auch eine Rechnung zu bekommen. Der hat 40 € insgesamt gekostet, plus Versand. Nein, ohne Versand, weil ich da keinen Versand für zahlen musste. Wer Elbenwald kennt und wer bei denen schon mal bestellt hat, wird jetzt mit Sicherheit auch schon erkennen, was es ist. Wie viel Müll ich hier einfach produziere heute. Plupp. Plupp. So. Das hier sieht so im Moment noch relativ unspektakulär aus. Es geht aber auch eher um den Inhalt. Und zwar ist das ein Zauberstab. Producers inspired by the world of Harry Potter. Noble Collection. Ist wahrscheinlich so ein Button für Copyright irgendwas. Keine Ahnung. Es gibt
diverse Zauberstäbe bei Elbenwald in zwei verschiedenen, ich sag mal, Ausführungen. Es gibt einmal die Charakter-Edition und es gibt die Ollivander-Edition. Bei der Ollivander-Edition gibt es allerdings leider nicht so viele, was ich ein bisschen schade finde, weil ich die persönlich ein bisschen schöner finde als die Charakter-Edition. In der Charakter-Edition hat man eine nicht ganz so schöne Box, hat oben hier auf dem Deckel aber nochmal den Namen stehen, desjenigen, dem der Zauberstab gehört. Und hat nochmal ein Namensschild bei dem Zauberstab dabei. Das hat man hier nicht. Das finde ich aber auch persönlich nicht so wichtig, weil ich selber weiß ja, von wem der Zauberstab ist. Hat man zum Beispiel schon so ein rotes Band drumherum, finde ich sehr, sehr cool. Schal rutscht immer runter, ist mir aber gerade auch egal. Und die Box ist halt wunderschön ausgekleidet mit so einem Samtstoff. Und hier haben wir jetzt das gute Stück. Da habe ich mich so, so sehr drauf gefreut. Es ist mit diesem roten Samt noch ausgekleidet. Und jetzt hole ich mal eben den Zauberstab hier raus. Was gar nicht so einfach ist. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. So, oh, ist der schwer. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der so schwer ist. Das ist der Zauberstab, den ich mir da besorgt habe. Das ist der von Sirius Black. Der Zauberstab, wie er im Film, soweit ich weiß, vorkommt und wie gesagt in der Ollivander-Edition, muss ich jetzt sagen, bin ich mega begeistert von. Finde ich richtig, richtig cool. Der ist ziemlich lang. Ich hätte nicht gedacht, dass die so lang sind. Und er hat halt diese Ornamente da drauf, was ich hier auch sehr cool finde mit diesen geschwungenen Linien hier vorne. Und wie gesagt, echt schwer. Aber ja, liegt ganz gut in der Hand. Wie gesagt, der Zauberstab von Sirius Black, einem meiner absoluten Lieblinge aus Harry Potter. Und das ist der allererste Zauberstab, den ich mir geholt habe. Und es musste einfach der von Sirius Black sein. Definitiv. Weil, wie gesagt, mein absoluter Liebling. Und im Februar werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video von meiner Tätowierung machen und dann werdet ihr verstehen, warum Sirius Zauberstab der erste sein musste, den ich habe. Und ich bin einfach mega begeistert davon. Ich finde es wunderwundervoll. Und wie gesagt, ich finde diese Ollivander-Edition ein bisschen schöner als die Charakter-Edition. Die Charakter-Edition ist natürlich dann mit dem Namensschild noch ein bisschen persönlicher. Keine Ahnung. Man kann, wenn man genug davon hat, sich auch noch so einen Wandhalter holen und alles. Ich verlinke euch, wie gesagt, die Seite unten in der Videobeschreibung. Schaut da ruhig mal rein. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte, gerade für Leute wie mich, die gerade so obsessed sind von Harry Potter und allem, was damit zu tun hat. Und ich liebe diesen Schal. Er ist total toll. So, der Zauberstab von Sirius Black. Mein allererster und damit ein wahnsinnig großer Schatz für mich persönlich. So, das war's. Eine einzige Sache fehlt jetzt allerdings noch. Und zwar das hier. Das habe ich über eBay bekommen. Und das werde ich jetzt auch nochmal, ich werde euch die Vorderseite nicht zeigen, weil da steht auch meine Adresse unter anderem mit drauf. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall dann noch aufmachen, weil das hier ist tatsächlich vor 2 Tagen schon angekommen. Aber ich wollte es wirklich erst mit euch aufmachen, weil ich das einfach wichtig fand. Zack, 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 zack. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken, war das alles oder ist da noch mehr? Ich glaube, ah, da ist noch was, ja. So, ich glaube, das war es aber jetzt erstmal. Da ich ja nun für mein erstes Jahr in Hogwarts sehr gut ausgestattet bin, ist es auch endlich soweit gewesen, dass mein Brief ankam. Das ist jetzt leider nicht in so einem coolen Umschlag angekommen. Finde ich ein bisschen schade. Doch hier. Aber es ist nicht drin, was ich ein bisschen scheiße finde. Schade. Also, da ich der Umschlag auch adressiert an mich, wobei man hier nicht meine richtige Adresse findet. Das ist eine alte Adresse von mir. Und man kann das auch tatsächlich so adressieren, wie man das bei Harry Potter kennt, mit Cupboard Under the Stairs. Hier habe ich zum Beispiel genommen, wenn man das lesen kann. Wartet, hier das zweite. Da steht:
Meadow near the tree line heißt so viel wie Wiese am Waldrand. Mein Bruder wird wissen, was damit gemeint ist. Und das hier ist dann jetzt tatsächlich auch der Brief. Das ist mein Hogwarts-Brief der Schule für Hexerei und Zauberei. Und ist tatsächlich auch unterschrieben von Minerva McGonagall. Hier kann man sich, also normalerweise ist es nur dieser Brief. Und das hier ist nochmal ein Teil, den kann man sich separat dazu quasi bedrucken lassen. Da kann man sich dann so ein spezielles Zitat noch hinpacken, das man gerne möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel geschrieben, After at least 40 years of waiting, 40? 14. 14 years of waiting. Now you can hold your Hogwarts letter in your hands and be proud of being a witch. And even if you were supposed to live in the Muggle world for so long, I hope you will never forget that Hogwarts will always be there to welcome you home. Das letzte ist ein Zitat von J.K. Rowling und ich fand es einfach wahnsinnig toll. Deswegen habe ich das gewählt, um es hier dann auf diesen Brief noch drauf zu packen. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list at all necessary books and equipment. Term begins at September the 1st. We await your all by no later than July the 31st, also 31. Juli. Yours sincerely, Minerva McGonagall, Deputy Headmistress. Hier unten steht nochmal Headmaster Albus Dumbledore, Order of Merlin First Class und bla 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 bla. Das ist auf jeden Fall mein offizieller Hogwarts-Brief, der leider viel zu spät ankam. Ich bin empört. 14 Jahre zu spät, Leute. 14 Jahre zu spät. Ich habe so lange drauf gewartet. Ich hätte schon längst ein Auror sein können. Das hier finde ich auch ganz cool. Das ist nochmal, also es ist wirklich in so goldglänzendem Goldpapier gehalten. Finde ich sehr, sehr geil. Eine Karte der Diagon Alley, also der Winkelgasse. Und da stehen nochmal alle Läden explizit drauf, wo sie zu finden sind. Und ich glaube auch, wie man in die Winkelgasse überhaupt reinkommt, oder? Junk Shop? Charging Crossroad, The Leaky Cauldron. Ja, richtig. Da steht auch nochmal drauf, quasi wie man zur Winkelgasse kommt. Ja, einmal Magical Runic Alphabet. Wir haben quasi so ein Runenalphabet dazu bekommen. Da sind wirklich alle Buchstaben dabei plus Umlaute. Und damit kann man dann quasi ja schreiben. Ne? Was steht denn bei dem Y eigentlich? Nur Runic? Oh, schade. Für das Y gibt es keine Rune. Da muss man da halt ein bisschen improvisieren. Weil es ja in Englisch auch nicht so viele Y gibt, ne? Und dahinter haben wir noch mal die Zauber. List of Spells. Und darunter steht, glaube ich, auch noch mal, wofür die genau gut sind. Genau. Da stehen dann so Actio Expelliarmus und die ganzen Zauber stehen da drauf und darunter steht dann nochmal, wofür sie genau gut sind. Use carefully. Und hier das Wichtigste überhaupt, um wirklich in Hogwarts anzukommen. Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit so einen abgeschnittenen Kopf habe, aber ich kann das irgendwie noch nicht so ganz richtig positionieren hier. Die Liste der Equipments, die man braucht. Da haben wir dann nochmal die Dinge, die man braucht, die Bücher, die man braucht und Other Equipment, a wand, cauldron, also Kessel. Students may you also bring an owl or cat or toad. Also Eule, Katze oder Kröte. Parents are reminded that first years are not allowed their own broomstick. Ich glaube, da fehlt ein Wort. Also man darf quasi nicht seinen eigenen Besen mit nach Hogwarts bringen. Finde ich ein bisschen schade. Aber ich habe ja eh noch keinen, deswegen ist das vollkommen egal. So. Was wir hier jetzt noch haben, ist einmal ganz, ganz wichtig, in Gold diesmal, meine Fahrkarte nach Hogwarts. Jetzt habe ich sogar schon zwei. Seht ihr mal. Jetzt kann ich sogar zweimal nach Hogwarts fahren. Ich kann auch jemanden mitnehmen. Möchte jemand mit? Ja. Dann, one passenger for a single journey at the night bus. Ein Night Bus Ticket kostet 3 Pfund, so wie ich das.
Damit kann man quasi den fahrenden Ritter benutzen. Und was das Coolste ist für mich als großen Marauders-Fan: Eine sehr, sehr kleine, muss ich dazu sagen. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, finde ich. Vorne drauf zu sehen natürlich Hogwarts. Und drin haben wir dann einmal einen Grundriss von Hogwarts. Ich habe es mir jetzt noch gar nicht so genau angeschaut. Was haben wir denn hier? Courtyard. Beware evil goblins. Oh nein, die Eulerei. Study, study. Greenhouse. Also die für Kräuterkunde. The Northern Towers. West Wing. Entrance Hall. The Great Hall. Cool. Also finde ich auf jeden Fall sehr, ist auch in diesem Goldpapier gehalten. Deswegen schimmert das Ganze jetzt hier so schön. Und jetzt will ich natürlich noch hier reinschauen. In diesen Brief. Es wird ein wahnsinnig langes Video. Es tut mir sehr, sehr leid, aber ich bin so aufgeregt. Ja, noch das Hogwarts-Wappen. Das ist so cool. Ich liebe es. Das Siegel muss man eigentlich, glaube ich, brechen. Aber hier ist das gerade ein bisschen schwierig. So. Ich versuche mal, das so schonend wie möglich aufzubekommen hier. Und da drin haben wir einen Hogwarts-Brief. Ist da noch was drin? Bin ich ja neugierig? Nein, leider nicht. So, da haben wir. All of Merlin First Class, bla bla bla. Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted. Please find a closer. Also, das ist quasi nochmal derselbe Brief, den wir gerade hatten. Nur an Mr. Potter adressiert. Und danach natürlich, wie auch gerade bei uns, eine Liste der Dinge, die wir brauchen. Das sieht natürlich ein bisschen, ich sag mal, originaler aus, auch weil es mit dieser grünen Tinte geschrieben ist. Das ist es bei mir aber tatsächlich auch. Oh, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das ist, sieht aber auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und ich finde es wahnsinnig toll, dass man den tatsächlich dazu bekommt. Schade ist natürlich, dass er an Harry adressiert ist und nicht an uns. Und, ich bin ja nicht Harry, leider. Und ja, aber ich fand den Umschlag sehr, sehr cool. Vor allem mit dem Siegel. Ich finde das Siegel total klasse, dass das auch wirklich so ein Wachssiegel ist. Ich bin wahnsinnig begeistert. Also, ich muss sagen, ich bin baff. Ich bin wahnsinnig glücklich mit dem, was ich mir geholt habe. Ich habe jetzt tatsächlich so ein bisschen, fange ich jetzt an, mein Harry Potter Fandom zu leben. Ich werde langsam aber sicher zum Potterhead und ich bin wahnsinnig glücklich damit. Ich hoffe jetzt einfach mal, das Ganze hat euch so ein bisschen gefallen. Wenn ihr euch auch als Potterhead bezeichnet oder selber auch Potterhead seid, dann schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was so euer erster großer Harry Potter Merchandise war. Eure allerersten wirklich bedeutenden, für euch bedeutenden Fanartikel, denn das sind jetzt definitiv meine. Und ja, ich würde sagen, ein Harry Potter Tag wird folgen. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und vor allem vielen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt, weil es war ja wirklich ein sehr, sehr langes Video. Und ja, wie gesagt, schaut unten in die Videobeschreibung, da sind wichtige Links drin, vor allem auch die Elbenwald-Seite. Schaut da mal vorbei, das sind wirklich sehr, sehr geniale Sachen, die die da verkaufen. Ich bin mega begeistert. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao. Bin ganz schlecht im Pakete auspacken. Ich finde das auch mal ganz fürchterlich, wenn ich an Weihnachten die Pakete auspacken soll. Und dann sagen immer alle, reiß doch einfach auf. Ja, nee, will ich aber nicht. Weil ich das Geschenkpapier doch immer so schön finde. Kärtchen von Elbenwart. Elbenwart? Elbenwart. Mit einem Danke. So. In der. Ich schmeiße erstmal was weg. Sehr schön. Und ich muss jetzt erstmal hier den Müll beseitigen. Ja, da dusche ich das mal an. Der Müll, ganz viel Müll. Ah, ja.